Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Ich sagte, Gott hat einen Plan. Er hat immer einen Plan. Nur weil du oder ich den Plan nicht kennen, heißt es nicht, dass Gott ihn nicht kennt. Ich möchte euch eine kleine Liste von Hindernissen vorlesen, die wir überwinden müssen. Ablehnung, Verrat, Verlassenwerden, Unversöhnlichkeit, Kränkung, Selbstmitleid, sich rächen wollen, Prüfungen und Schwierigkeiten, die wir unserer Meinung nach nicht verdient haben, Egoismus, Neid, aufgeben wollen, Entmutigung, von Menschen enttäuscht sein, von Gott enttäuscht sein und anderen zu sehr gefallen wollen. Wer von euch hat mit mehr als drei Dingen davon zu kämpfen? Okay, ich muss ein Geständnis ablegen. Ich habe mir diese Liste angeschaut und mich betrafen 15 der 16 Dinge. Damit meine ich nicht, dass sie mich jetzt alle noch betreffen. Gott sei Dank habe ich bereits manches überwinden können. Aber jedes dieser Dinge stellte ein großes Hindernis dar, von dem ich mich nicht aufhalten lassen durfte. Bestimmt wollt ihr wissen, welche eine Sache mich nicht betraf. Wenn ich sie euch nicht verrate, könnt ihr heute Nacht nicht gut schlafen. Also, die einzige Sache, die mich nicht betraf, war, von Gott enttäuscht zu sein. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund gab ich Gott nie die Schuld an meinen Problemen. Darüber bin ich auch sehr froh. Ich hatte nämlich nicht viele Freunde, sondern war sehr auf ihn angewiesen. Einige Menschen werden sofort wütend auf Gott, wenn etwas nicht gut läuft. Dabei verursacht Gott unsere Probleme doch nicht. Er ist die Antwort auf unsere Probleme. Ich möchte euch heute sagen, dass es Zeit für einen Neuanfang ist. Einige von euch brauchen einen Neuanfang, und zwar sofort. Wer von euch braucht einen Neuanfang? Das sind ja so ziemlich alle. Ich habe das noch nicht mal weiter ausgeführt. Vielleicht braucht ihr einen Neuanfang, um aus Schulden herauszukommen. Vielleicht habt ihr es schon mal versucht, doch ohne Erfolg. Ihr gebt einfach weiter Geld aus, das ihr nicht ausgeben solltet. Vielleicht braucht ihr einen Neuanfang, was eure Einstellung betrifft. Habt ihr eine schlechte Einstellung? Nein? Niemand hier hat eine schlechte Einstellung? Okay, dann versuche ich etwas anderes. Vielleicht müsst ihr jemandem vergeben. Vielleicht. Wenn nicht, dann könnt ihr diese Vortragsreihe ja für jemand anderen kaufen, der das muss. Vielleicht braucht ihr einen Neuanfang, was eure Ernährung angeht. Viele Leute schauen mich an und fragen, wie kommt es, dass du in deinem Alter noch so fit und schlank bist? Nun, ich esse nicht alles, was ich gerne essen würde. Und ich mache dreimal die Woche Sport. Lange Zeit ging ich außerdem 8 Kilometer am Tag spazieren, bis ich Probleme mit meinen Füßen bekam und das nicht mehr ging. Also muss ich dem Teufel auf andere Art und Weise eins auswischen, nicht wahr? Eigentlich müsst ihr nicht unbedingt wissen, was für Fußprobleme ich habe. Erst hatte ich Plantarfasziitis. Das bekam ich geregelt und dann erwischte mich irgendeine Art Tendinitis. Es gibt so viel im Körper, dass ich unbedingt irgendeine Form von Itis holen will. Es gibt so viele Itisse, das ist nicht mehr witzig. Colitis und Bursitis und ach, egal. Wir alle brauchen regelmäßig Neuanfänge. Wir legen los und dann geht's eine Zeit lang gut. Vielleicht braucht ihr einen Neuanfang in eurem Gebetsleben. Vielleicht braucht ihr einen Neuanfang, was die Beschäftigung mit der Bibel angeht. Vielleicht braucht ihr einen Neuanfang, was euer regelmäßiges Geben betrifft.
Bestimmt ist dieses Thema in irgendeiner Form für jeden relevant. Paulus schreibt, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Philipper 3, Verse 10 bis 14. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe. Paulus stellt klar, wenn wir Jesus ähnlich werden wollen, dann müssen wir auch ein Stück weit an seinem Leiden teilhaben. Das ist kein Fluchwort, es ist ein biblisches Wort. Damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich, was? Arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Im Grunde sagt er, wenn ich daran denke, was Jesus für mich getan hat, was er für mich durchgemacht hat. Come on. Kommt. Dann bin ich fest entschlossen, jede Hürde zu überwinden, die sich mir in den Weg stellt. Ich werde ganz die Person sein, die ich sein soll, weil Jesus es mir durch seinen Tod ermöglicht hat. Stimmt's? Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Was für eine Aussage. Ich richte mich ganz auf dieses eine Ziel aus. Es ist das Allerwichtigste für mich. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Seht ihr das? Paulus drängt vorwärts hin zu dem, was vor ihm liegt. Ich weiß nicht, ob unser heutiges Thema leicht verdaulich ist. Aber ich weiß eins. Ich will den Menschen, die zu meinen Vorträgen kommen, nicht immer nur Nachtisch vorsetzen. Tut mir leid, das mache ich nicht. Gott liebt euch. Er findet euch großartig. Er hat einen guten Plan für euer Leben. Gleich um die Ecke wartet ein Wunder auf euch. Oh, ich könnte jetzt so richtig aufdrehen. Ich könnte euch anfeuern, bis ihr jubelnd aufspringt und meint, ihr könntet Bäume ausreißen. Aber ich habe eine Aufgabe zu erledigen. Und ich muss mich vor Gott dafür verantworten. Ich glaube, dass die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, darin besteht, seinen Kindern zur Reife zu verhelfen. Okay? Wir lieben es, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden. Aber ich will nicht, dass Menschen sich für ihn entscheiden, nur um dann in Selbstsucht stecken zu bleiben. Christen sollten glücklich sein. Wir sollten ansteckend sein. Menschen sollten das haben wollen, was wir haben. Sie sollten Zeit mit uns verbringen wollen. An uns sollte etwas anders sein. Wir sollten nicht so sein wie alle anderen, wie unsere Gesellschaft. Gott hat uns die Kraft gegeben, Schwieriges zu bewältigen. Habt ihr mich gehört? Wir haben die Kraft, um Schwieriges zu bewältigen. Wir müssen nicht. Wir müssen nicht bequem durch alles hindurchsegeln. Eine Hürde sollte die Kampflust in uns wecken. Auf geht's! Kommt! Wir fühlen uns viel besser, wenn wir etwas kampflustiger werden und Dinge anpacken, anstatt in Untätigkeit zu verfallen. Jesaja 61, Vers 3 sagt, dass Gott den Trauernden ermöglicht, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Jesus möchte, dass wir, das habe ich in gelb markiert, also ist es wichtig. Jesus möchte, dass wir im Hier und Jetzt etwas Positives erwarten, anstatt ständig dem hinterher zu trauern, was wir verloren haben. Wenn man will, kann man jeden Tag etwas finden, das man betrauert.
Das ist nicht schwierig. Dazu muss man nur herumsitzen und an all das Schlechte denken, das einem im Leben passiert ist. Und all das Gute vergessen. Dabei habt ihr alle in Wirklichkeit mehr Gutes erlebt als Schlechtes. Ihr alle. Ihr habt mehr Gutes erlebt als Schlechtes. Wir sprechen gerne von Hoffnung. Als ich mich mal gründlich mit der Bibel zum Thema Hoffnung auseinandergesetzt habe, stellte ich überrascht fest, dass Hoffnung nicht bloß naja, hoffentlich bedeutet. Nein, biblische Hoffnung ist etwas anderes. Petrus spricht von einer lebendigen Hoffnung, die nicht tot zu kriegen ist. Was heißt das? Dass wir immer Hoffnung haben können. Ganz gleich, mit welchen Problemen oder Umständen wir es zu tun haben. Wir können immer Hoffnung haben. Aber Hoffnung ist nicht bloß, ich wünschte, Gott würde etwas tun. Nein, Hoffnung ist die positive Erwartung, dass wir jeden Moment etwas Gutes erleben können. Was passiert, wenn wir morgens mit dieser Erwartungshaltung aufstehen? Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Gott heute tun wird. Dieser Tag wird bestimmt gut. Mit Gott ist alles möglich. Ich bin so gespannt zu sehen, was er für mich tun wird, weil er mich liebt. Statt morgens aufzustehen und sich vom Teufel an alles erinnern zu lassen, was man je falsch gemacht hat. Kaum zu beten und Gott um nichts bitten zu wollen, weil man so schlecht gewesen ist. Nun, wir alle haben Fehler gemacht. Haltet lieber nach den Möglichkeiten in der Zukunft Ausschau, statt an der Vergangenheit mit all ihren Enttäuschungen zu kleben. Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, um uns Freude zu schenken. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Wir haben einen Feind, den Teufel. Wir müssen wissen, wer unser eigentlicher Feind ist. Gott kämpft für uns. Aber das heißt nicht, dass er uns alles abnimmt. Christen geraten aus dem Häuschen, wenn man über die Bibelstelle in 2. Chronik spricht, wo es heißt, nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Seht, wie der Herr siegt. Wir sind absolut begeistert, wenn wir das hören. Aber wisst ihr was? Es gibt immer einen Beitrag, den wir leisten müssen. Gott sagte zu König Josaphat, nimm deine Stellung ein. In diesem Fall ging es um die Stellung oder die Haltung der Anbetung. Manchmal, statt allen von unseren Problemen zu erzählen, sollten wir lieber Gott anbeten. Ihn so lange anbeten, bis sich das Problem löst. Trauer wird so definiert. Leid oder Kummer zu verspüren, traurig zu sein, dass etwas passiert oder nicht passiert ist. Jesus sagte, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich möchte ein glücklicher Christ sein. Ihr nicht auch? Ich finde es sehr interessant. Im Alten Testament befristete Gott, wie lange Menschen den Tod einer Person betrauern konnten. In 5. Mose 34, Verse 7 und 8 steht, Mose starb im Alter von 120 Jahren, aber seine Augen waren nicht schwach geworden und er war noch rüstig, er war immer noch stark. Offensichtlich musste er nicht mal eine Brille tragen. Seine Augen waren nicht schwach geworden. Heute versuchte ich mir auf dem Weg zu einem Restaurant die Speisekarte anzuschauen. Und ich saß ungefähr 5 Minuten lang da und tat so, als könnte ich sie lesen. Ich strengte mich furchtbar an, die Speisekarte zu entziffern, bis ich mir schließlich sagte, warum hole ich nicht einfach meine Lesebrille hervor? Ohne sie geht's nicht. Entweder die Brille oder Kontaktlinsen. Eins von beiden. Wenn die Arme nicht mehr lang genug sind, dann braucht man eine Lesebrille. Aber seine Augen waren nicht schwach geworden und er war noch rüstig. 30 Tage lang trauerten die Israeliten in den Ebenen von Moab um Mose,
bis die übliche Trauerzeit vorüber war. Wir müssen uns vor Augen halten, wie wichtig Mose für diese Menschen war. Er war derjenige, der vor Gott für sie eintrat. Als sie sich kindisch benahmen, war Mose derjenige, der für sie betete, damit Gott sie weiter segnen würde. Er führte sie aus Ägypten, durchs Rote Meer und durch die Wüste. Obwohl sie häufig über Mose meckerten und schimpften, liebten sie ihn sicherlich auch. Sie waren von ihm abhängig. Und nun war er tot. Jetzt fragten sie sich, was als nächstes passieren würde. Sie waren noch nicht im verheißenen Land. Ich frage mich, was sie wohl gedacht haben. Tja, vermutlich schaffen wir es jetzt nie. Aber seht, das Gute ist, Gott ist nie ohne einen Plan. Die Israeliten kannten seinen Plan zwar noch nicht, aber Gott hatte bereits geplant, dass Josua sie ins verheißene Land führen sollte. Ich sagte, Gott hat einen Plan. Er hat immer einen Plan. Nur weil du oder ich den Plan nicht kennen, heißt es nicht, dass Gott ihn nicht kennt. Ja, woo! Eine Person hat da hinten gerufen, also stimme ich mit ein. Die Israeliten betrauerten Mose 30 Tage lang. Und dann war die Trauerzeit vorbei. Ich will hier nicht unrealistisch sein. Falls ihr einen nahestehenden Menschen verloren habt, sage ich nicht, dass ihr die Trauer innerhalb von 30 Tagen überwinden müsst. Es geht hier um ein Prinzip, nämlich dass Trauern seine Zeit hat, ebenso wie mit dem Leben weitermachen. Das bedeutet nicht, dass ihr die Person vergesst oder nicht mehr vermisst. Aber es bedeutet schon, solange ihr noch atmet, hat Gott etwas mit euch vor. Kommt! Sehr interessant finde ich auch, dass Gott Josua daran erinnerte, dass Mose tot war. Das wusste er doch. Er hatte ihn doch gerade 30 Tage lang betrauert. In Josua 1, Verse 1 und 2 lesen wir, nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Er sagte ihm nichts, was Josua nicht schon wusste. Worum ging es Gott also? Er wollte auf etwas Bestimmtes hinaus. Und zwar auf Folgendes. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Im Grunde sagte er, okay. Diese Lebensphase ist nun vorbei. Könnt ihr mir folgen? Diese Lebensphase ist nun vorbei. Rapple dich auf und ziehe weiter. Kommt! Was immer es ist, mein Mann hat mich verlassen. Eine Frau erzählte mir neulich, mein Mann hat mich mit meiner besten Freundin betrogen. Sie sagte weiter, ich dachte, das würde mich umbringen, bis ich deine Vorträge hörte und mir klar wurde, dass ich immer noch ein Leben habe. Ich wurde von meinem Vater viele, viele Jahre lang sexuell missbraucht. Es war schlimm. Und ich war so kaputt, wie man als Mensch nur kaputt sein kann. Aber ich bin immer noch hier und es geht mir jeden Tag besser. Wenn wir in unser persönliches verheißenes Land ziehen und Gottes Zusagen erleben wollen, müssen wir etwas tun. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Falls ihr sie noch nicht getroffen habt, ist heute ein guter Tag dafür. Und zwar müssen wir uns entscheiden, keine Opfermentalität mehr zu haben. Ich habe euch von Herzen lieb, sonst würde ich hier nicht stehen. Aber ich möchte euch sagen, Selbstmitleid und Lebenskraft passen nicht zusammen. Wenn ihr euch Tag ein, Tag aus selbst bemitleidet, weil das Leben euch nicht fair behandelt hat, dann lasst ihr euch all das Gute entgehen, das Gott für euch bereithält.
In Gottes Augen sind alle gleichberechtigt. Bei Gott hat jeder die gleichen Chancen. Er sagt, hier sind meine Zusagen. Wenn du mir glaubst, werde ich diese Dinge für dich tun. Allerdings steht da nicht, wie lange wir glauben müssen. Da steht nicht 5 Minuten oder 3 Minuten oder 2 Wochen. Es kann vorkommen, dass wir jahrelang glauben und standhaft bleiben müssen. Aber wir haben doch nichts Besseres zu tun, oder? Habt ihr etwas Besseres zu tun? Schöpft Hoffnung. Ohne Hoffnung macht das Leben nicht viel Spaß. Ich habe eine interessante Geschichte in einem Buch namens Dschungelkind gelesen. Ein Missionar lebte mit seiner Familie im Stamm der Fayu in Neuguinea. Die Tochter der Familie, Sabine, schreibt darüber, ganz zu Anfang, als wir zu den Fayu gezogen waren, hatten wir uns manchmal überlegt, ob sie wohl Lieder kannten. Wir hatten die Fayu noch nicht singen gehört. Bald bekamen wir die Antwort. Wir waren gerade von Danaubira, vermutlich verunstalte ich den Namen, ins Dorf zurückgekehrt und unsere Sachen waren mal wieder gestohlen worden. Gerade die Menschen, denen sie helfen wollten, stahlen ihre Sachen. Da hörten wir Gesang von der anderen Seite des Flusses. Es war Nakire, der sang, ein wenig monoton und doch wunderschön. Oh, sang er. Die Fayu sind wie die Vögel, oh. Sie picken und nehmen immer vom selben Baum, oh. So schlechte Menschen, oh. Armer Klausu, arme Doriso, sie sind so traurig und fragen nach ihren Sachen, oh. Papa war begeistert und bald wurde uns klar, dass die Fayu in jeder Situation auf der Stelle ein Lied improvisieren können. Aus nur 3 verschiedenen Tönen bestand ihr Lied, mit dem sie Freude, Trauer und alle anderen Emotionen ausdrückten, die sie in diesem Moment fühlten. Es war nicht der raffinierteste aller Gesänge, doch es war ein Klang, den ich sehr früh zu lieben begann. Vielleicht hat es auch mit diesem Lied zu tun, und jetzt hört zu, dass die Fayu eigentlich keine Depressionen oder psychischen Krankheiten kannten. Allen Gefühlen wurde unmittelbar freier Lauf gelassen. Und es gab sogar vorbestimmte Zeiten, in denen für den Gefühlsausdruck alles stehen und liegen gelassen wurde. Wie zum Beispiel bei der Totenklage. Wenn die Zeit der Gefühle abgelaufen war, wurde ein Schlussstrich gezogen. Und die Menschen lebten weiter, als ob nichts geschehen wäre. Wenn jemand eine schlimme Erfahrung gemacht hatte, lag er manchmal für Wochen in seiner Hütte, ohne ein Wort zu sagen, oder sang stundenlang vor sich hin. Während dieser Zeit wurde er mit Essen versorgt. Eines Tages dann stand er wieder auf und kein Schock oder Trauma war zurückgeblieben. Er war wie gereinigt, strahlte über das ganze Gesicht und nahm seine Aufgaben in der Gesellschaft wieder wahr. Wir könnten doch auch solche Lieder dichten. Oh, ich bin so traurig, weil mein Mann seinen Arbeitsplatz verloren hat. Und ich weiß nicht, was wir machen sollen. Oh, ich verstehe nicht, warum es meinen Freunden so gut geht und ich immer Schwierigkeiten habe. Oh, oh. Wann ändert sich meine Lage endlich? Ich möchte am liebsten von allem weglaufen, oh. Als ich einmal bei einem Vortrag dieses Beispiel brachte, dichtete eine unserer Mitarbeiterinnen ein Lied über ihre Nasennebenhöhlen. Es lautete ungefähr so. Oh, ich habe es so satt, verstopfte Nasennebenhöhlen zu haben. Oh, ich möchte einfach atmen können. Ja, unbeschwert atmen können. Es scheint so unfair, dass ich allergisch auf meine Umgebung reagiere. Oh, das ist so unfair. Zuerst dachte ich, wie merkwürdig. Aber wisst ihr was? Genau das tat David in dem Psalmen. Auch das sind Lieder. Da liest man ein Lied von David oder ein Lied über dieses oder jenes. Doch die meisten davon sind bloß Beschwerden. Vielleicht ist es einen Versuch wert. Also traut euch. Kommt, steht auf. Gebt Gott mal einen Applaus.
Um den Neuanfang zu ergreifen, den Gott für sie hat, müssen sie zweierlei tun. Das loslassen, was hinter ihnen liegt, und entschlossen auf das zugehen, was vor ihnen liegt. Manchmal wird es herausfordernd sein. Aber denken Sie an das, was die Bibel sagt. Sie können alles durch Jesus, der Ihnen die Kraft gibt, die Sie brauchen.